Wer hätte es gedacht? Das beschauliche Kallstadt in der Pfalz wird zu Trump City. Ob die Leute dort wollen oder nicht, diesen Namen hat Kallstadt international nun weg. Allerdings ist das wohl die kleinste Sorge im Vergleich zu dem, was viele Menschen mit dem neuen Oberhaupt der USA auch in Rheinland-Pfalz befürchten. Unser Thema heute bei Zur Sache. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Donald Trump als Präsident, da geistern momentan ja viele Schreckensszenarien durch die Köpfe. Bei dem, was Trump so alles im Wahlkampf von sich gegeben hat, ist das auch kein Wunder. Auch für Rheinland-Pfalz hat die Wahlentscheidung der Amerikaner eine große Bedeutung. Trump will Truppen aus Europa abziehen. Rheinland-Pfalz hat große Militärstandorte. Und in Büchel sollen US-Atombomben lagern. Und was bedeutet Trumps Sieg eigentlich für die rechtspopulistischen Kräfte im Land? Mirjam Schönecker hat sich auf eine Reise durch Rheinland-Pfalz gemacht. Und ich empfehle Ihnen dazu unbedingt unsere SWR-Internetseite. Dort finden Sie nämlich ein sehr ausführliches Dossier zu Donald Trump mit vielen verschiedenen Interviews. Klicken Sie sich gerne mal rein, wenn Sie mögen. Hirsch verletzt Wanderin im Soonwald schwer. Diese Schlagzeile sorgte vergangene Woche für Aufsehen. Das Tier war wohl plötzlich über einen Wanderweg gerannt. Das berichten Augenzeugen. Ausgerechnet ein so scheues Tier wie der Hirsch. Experten sagen, das war nun wirklich ein seltener Unfall. Das Rotwild muss vor irgendetwas in Panik geflohen sein. Es gibt aber Wildbegegnungen, die tatsächlich häufiger vorkommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie treffen diesen Kameraden hier beim Wandern. Gar nicht so unwahrscheinlich. Denn Wildsauen verstecken sich längst nicht mehr nur im Wald, sondern flanieren auch mal gern mitten im Koblenzer Stadtteil Hochheimer Höhe. Natürlich sehr zum Ärger der Anwohner. Was tun, wenn so ein Keiler wie dieser vor einem steht? Wegrennen, erstarren oder einfach nur beten? Judith Schneider war mit dem Förster und Bestseller-Autoren Peter Wohleben unterwegs und zeigt, welche Gefahr von Wildsäuen in Städten ausgeht. Wurde hier angebaut und Landwirtschaft betrieben. Wenn Sie aber heute so manche Teilstücke der Autobahn entlang fahren, dann sehen Sie eine Speditionshalle neben der nächsten. So auch in Frankenthal, wo gerade ein riesen Logistikzentrum von Amazon entsteht. Das freut die Frankenthaler, aber die Bewohner des Ludwigshafener Ortsteils Hochheim, die sind ziemlich verärgert darüber. Warum? Das hat zur Sache Reporter Wolfgang Heinz erfahren. Heute die Nachricht, haben Sie es gehört, die Renten steigen 2017 voraussichtlich um bis zu 2% und damit geringer als im Vorjahr. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung mit. Juhu. Und was heißt das jetzt? Ist das viel oder wenig? Wie sieht es in ein paar Jahren aus? Und dann plant die Große Koalition in Berlin ja auch noch diese Rentenreform, also alles neu. Unser Thema heute bald zur Sache, was bleibt uns von der Rente? Bevor ich gleich mit einem Experten im Studio rede, ein kleines Zahlenquiz. Wissen Sie, wie hoch die durchschnittliche Rente des deutschen Standardrentners, auch Eckrentner genannt, ist? Und wie viele Menschen wirklich in die Armutsfalle geraten? In der aktuellen Rentendebatte, da geistern ja viele Zahlen und Mythen herum und oft wird leider dabei auch mit falschen Zahlen jongliert. Was die trockene Statistik mit der Realität zu tun hat, das hat Sabine Harder gemeinsam mit einem Rentenberater getestet. Es werden aber mehr, das ist leider die schlechte Nachricht. Bei mir ist Professor Sell von der Hochschule Koblenz. Guten Abend, Herr Sell. Und Sie warfen gerade während des Films ein und viele nutzen, der 6% nutzen das Angebot überhaupt nicht. Ja, also es ist so. Was ist denn mit denen, die sich keine private Altersvorsorge leisten können? Was können die denn tun, damit sie eben nicht zu diesen 6%, die ja noch mehr werden, gehören? Also man muss hier an dieser Stelle eindeutig sagen, Sie selber als Individuum können relativ wenig machen, sondern hier ist die Politik gefordert, die gesetzliche Rentenversicherung so. Die Gestaltung der Politik aussehen, was muss sich da im System Ihrer Ansicht nach ändern? Man hat alle, die deutlich weniger verdient haben als der Durchschnitt, deren Renten hat man aufgestockt. Und jetzt fürs Alter vorsorgen können, sollen die Riestern, Rürup, eine Immobilie anschaffen, was können die tun? Ausgestalten, die Grundsicherung muss über die gesetzliche Rentenversicherung erfolgen. Vielen Dank soweit. Wir hören gleich noch was von Ihnen. Dieses Bild der Altersarmut, das haben viele Menschen im Kopf. Auf der anderen Seite wird aber auch manchmal auf die heutigen Alten geschimpft, die es sich übertrieben gesagt auf Kreuzfahrt gut gehen und von den jetzt Arbeitenden finanzieren lassen. Was ist denn der typische Rentner und was denkt er? Jörg Armbrüster mit zwei Beispielen. Herr Sell, welches Bild trifft es denn Ihrer Ansicht nach zurzeit besser? Das Bild von Frau Stamm oder doch der zufriedene Herr Mehrfeld?
Ja, die Antwort muss eindeutig sein. Wir haben beides. Jetzt will Bundessozialministerin Andrea Nahles das neue Rentenkonzept vorstellen. Können Sie schon sagen, in welche Richtung sich das bewegen wird und ob da jemand von profitieren würde aus unseren Filmen? Ja, also wenn wir gerade an den letzten Beitrag denken, Ausgaben definitiv. Was ist denn mit der Frage des Renteneintrittsalters? Gibt es da irgendwas Neues? Oder leben 10 Jahre länger und die Zunahme der Lebenserwartung ist oben viel höher und unten nimmt die Lebenserwartung gar nicht mehr zu. Wenn eine Partei im Wahlkampf verspricht, den Ausbau der Windkraft zu stoppen, dann guckt jeder Wähler, der in der Nähe einer Windkraftanlage wohnt, ziemlich genau, ob dieses Versprechen auch eingehalten wird. Was die FDP und ihr Chef Volker Wissing davon in der Landesregierung umgesetzt haben, damit sind viele Windkraftgegner allerdings nicht zufrieden. Zwar soll der Abstand, es gibt offenbar noch etliche Hintertürchen. Leo Kollitsch hat mit beiden frustrierten Lagern gesprochen. Ärger um Baugenehmigungen und Behördenbescheiden, damit hat ja wohl jeder mal irgendwie zu tun. Wenn Sie dann gar nicht weiter wissen, weil Sie sich zum Beispiel ungerecht behandelt fühlen oder Stress mit Ämtern und Behörden haben, dann würde ich Ihnen gern meinen Kollegen vorbeischicken. So, eine Dienstreise ins schöne Paris. Man muss sagen, es gibt wohl Schlimmeres. Malu Dreyers Tour de France als Bundesratsvorsitzende sorgt natürlich darum in unserer Klatsch- und Tratsch-Landtags-Comics-Kantine für Neid und ein Duell der Gemeinsprüche. Zur Sache, Schätzchen. Ja, und nächste Woche geht es dann bei uns um das Thema unsichtbare Fußgänger im Straßenverkehr. Und wir nehmen ihr Trinkwasser unter die Lupe und fragen, warum so viel Nitrate im Grundwasser sind. Hier geht es jetzt erstmal musikalisch weiter mit der Sendung Bach, auch du kannst singen, heute im Zoo. Ihnen einen schönen Abend und gute Unterhaltung. Machen Sie es gut. Tschüss. Zur Sache Rheinland-Pfalz, was im Land geklärt werden muss. Immer Donnerstag.